Gott, Barmherzigkeit, helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl zum Himmel kommen allzu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns zum ewigen Leben führt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Abendmesse. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist. Wir dürfen uns auch freuen. Gestern haben wir den Tag des Hochfestes der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus gefeiert, auch der Priesterwein gedacht. Wir dürfen uns freuen, dass heute nochmal Philipp Wallmüller bei uns ist und mit uns feiert, sein Urlaub schon wieder zu Ende geht. Aber wir danken für diese heimatlichen Tage und wir dürfen uns freuen, dass unser Missionar Pater Alois Ortner bei uns ist, Gott sei Dank, er kann auch noch bis September, Anfang September weilen. Und so feiern wir heute, wie gesagt, noch hinein in das Hochfest ein dreispänniges Hochamt unter Anführungszeichen. Die Verbindung zum gestrigen Tag ist gegeben, denn heute ist der Gedenktag der heiligen Märtyrer der Stadt Rom, der ersten Märtyrer. Im Jahr 64 nach Christus hat der herrschsüchtige Kaiser Nero einen verheerenden Stadtbrand in Rom ausgelöst. Er wollte die armen Vierteln beseitigen und als das Volk dann in Aufruhr geriet, denn Sie haben ja gesehen, dass die Soldaten da am Werk waren, hat er schnell die Schuld auf die Christen geschoben und so eine erste große römische Christenverfolgung ausgelöst. Wir wissen aus den Beschreibungen, die Christen wurden gefangen genommen, teilweise selbst als brennende Fackeln entlang der Straße getötet, teilweise den Tieren bei den Spielen vorgeworfen. Aber dieses erste Blut der Märtyrer von Rom, Paulus und Petrus sind ja auch im Zuge dieser Verfolgung zu Tode gekommen. Es bewirkte letztlich die Wandlung der Kultur und das Durchsetzen der christlichen Frohbotschaft. Alle, die über die Fernsehgeräte mit uns verbunden sind, momentan haben wir leider technische Schwierigkeiten mit dem Internet. Das heißt, ihr werdet erst im Nachhinein die Messe mitschauen können. Wir arbeiten an der Behebung. Jetzt aber lasst uns vor Gott treten und diese Stunde dem Auferstandenen begegnen, von dem alle Kraft kommt. Gott, du stärkst unseren Glauben dann, wenn Zweifel sich in uns breit machen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, du stärkst unseren Glauben dann, wenn wir nicht mehr auf dich bauen können. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, du stärkst unseren Glauben dann, wenn unser Suchen nach dir erfolglos bleibt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die Anfänge der Kirche von Rom durch das Blut vieler Märtyrer geheiligt. Das Opfer ihres Lebens werde uns zum Segen. Ihr herrlicher Sieg stärke deine Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gewaltiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur, können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Hätten sich nicht der Herr für uns eingesetzt, als sich gegen uns Menschen erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als gegen uns ihr Zorn entbrannt war. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Dann hätten die Wasser uns weggespült, hätte sich über uns ein Wildbach ergossen, dann hätten sich über uns die Wasser ergossen, die wilden und wogenden Wasser. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Halleluja, 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 Halleluja. Selig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin der Messias. Und sie werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere, und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles
ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten, und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst. Dann werden viele zu Fall kommen und einander hassen und verraten. Viele falsche Propheten werden auftreten, und sie werden viele irreführen. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Guten Abend. Gerade vorhin habe ich wieder ein Telefonat gehabt, mit dem telefoniert. Hat gemeint, na, Beichten braucht man an sich nicht, man kann ja auch direkt mit Gott reden. Und es hat mir circa 20 Minuten gedauert, bis ich diesen wunderbaren Menschen dann doch überzeugen konnte, dass das nicht so geht. Man muss beichten. Man kann nicht direkt mit Gott reden und die Beichte längst liegen lassen. Warum? Warum? Wenn man betet, mit Gott redet, hat man es mit Gott zu tun. Und Gott als Gott wird antworten. Und er wird sagen, habe ich nicht meinen Sohn gesandt? Hat nicht der im ersten Wort nach der Auferstehung gesagt, wem ihr die Sünden nachlasse, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie nicht nachlasst, dem sind sie nicht nachgelassen. Im Evangelium des Johannes. Das ist also mein erster Teil. Und jetzt kommen wir zu den Märtyrern. Was da im eigenen Evangelium des Matthäus steht, im 24. Kapitel, das stimmt. Viele werden euch irreführen. Viele werden sagen, ich bin der Messias. Der nächste Messias, unter Anführungszeichen, der kommen wird, heißt Buddha Maitreya, der sogenannte Antichrist. Und zu der Zeit werden wir Christen sehr viel, ähnlich wie damals die Christen in Rom, zu leiden haben. Es wird gewaltige Verfolgungen geben, und dieser Antichrist, dieser Buddha Maitreya, gibt sich selber aus als jene Buddha-Figur, die bei den Buddhisten ja tatsächlich besagt, dass er, der Buddha Maitreya, der große Friedensstifter ist, der große Friedensstifter der Welt. Und genau diesen Punkt nimmt der Antichrist herein und sagt, oh, das bin ich. Ja. Und so wird er auftreten. Bitte ihm nicht in die Augen zu schauen, wenn Sie im Fernseher seht, so auf dem Bildschirm, das kann gefährlich werden. Er ist tatsächlich der Antichrist, der Teufel. Okay. Im Buch der Offenbarung, 7. Kapitel, steht das ganz interessant drinnen. Was steht da drinnen? Wie ganz normal, Johannes fragt den Engel da, wer sind die mit diesen weißen Gewändern? Und so ist es, ja. Johannes sagt dann, ich weiß es nicht, du allein weißt es. Und der Engel erklärt es dann und sagt, das sind die Menschen, die Jesus treu geblieben sind und ihr Gewand im Blut Jesu gewaschen haben. Deswegen erscheinen sie jetzt als weiße Menschen, erlöste Menschen, wie Engel, und sie sind die Auserwählten. Und da kommen jetzt die, also das sind eigentlich die, unter anderem auch die Urchristen, die römischen Märtyrer, die ihr Blut vergossen haben und ihr Gewand im Blut Jesu Christi gewaschen haben. Warum sage ich euch das alles?
Wenn wir dieses wunderbare Fest feiern, erfüllt sind mit Freude. Die Freude ist im Wesentlichen auch darin, dass wir mit diesen Märtyrern jetzt zu dieser Stunde Gott den Vater im Himmel preisen. Genau das, was in der Offenbarung drin steht. Sie singen ein neues Lied. Und dass wir uns mit diesen Märtyrern jetzt freuen dürfen in der Heiligen Messe, denken wir bitte daran, unsere Sünden zu beichten, dass wir voll Freude so ein Fest voll und ganz feiern können. Preist den Herrn. Ein reines Herz kann mehr Gott preisen. Ein reines Herz kann fröhlicher sein. Ein reines Herz ist dem Evangelium viel näher. Ich höre noch nicht auf. In Telefonat ist es dann auch darum gegangen, um das Fegefeuer. Und da habe ich gesagt, glaubst nicht auch, jene Menschen, die bei der Beichte waren, es kann auch sein, dass die ins Fegefeuer kommen, das gibt es schon. Aber die leiden viel, viel weniger. Viel, viel weniger. Und dann ist auch die Sprache ist auch drauf gekommen, was ist mit den Priestern, die nicht beichten hören, die zur Beichte nicht zu haben sind, wo es nur Bußfeiern gibt und so weiter. Die können in die Hölle kommen. Der Priester hat eine irrsinnige Verantwortung für seine Pfarre. Ich genauso, meine Pfarre auf den Philippinen. Ich setze alles dran, um ja diese Menschen auf die Knie zur Beichte zu bringen. Und ich weiß, dass sich die Märtyrer freuen darum. Deshalb. Und deswegen sage ich das. Bitte fürchtet euch nicht vor der Beichte. Bitte seid Märtyrer, die ein ganz reines Herz haben, die ein ganz weißes Gewand anhaben und die Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen preisen. Das ist mein Punkt. Heilige Märtyrer am letzten Tag des Monats Juni, Gott voll und ganz preisen, und da gehört die Beichte dazu. Habe ich zu viel gesagt? Nein. Na, dann wird es schon passen. Und jetzt zu Ehren der heiligen Märtyrer beten wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In den Fürbitten lasst uns zu Christus rufen, dem König aller Märtyrer. Für alle, die das Gefühl haben, in ihrem Leben immer wieder benachteiligt zu werden und zu kurz zu kommen, du suchender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für diejenigen, die für ihre Zukunft kaum Perspektive erkennen können, du suchender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die unter Leistungsdruck leiden und sich erschöpft und ausgebrannt fühlen, du suchender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für jene, die für andere Menschen wie eine Quelle sind, an der sie ihren Lebensdurst stillen und sich aufrichten können, du suchender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns und alle anderen, dass wir da nicht an Gott verzweifeln, wo seine Wege nicht jene Richtung gehen, die wir uns vorgestellt haben. Du suchender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass sie Heimat finden
bei dir, du suchender Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Familie Diesenreiter, für verstorbenen Schwiegersohn, Lebensgefährten und Vater Gruno und im Gedenken ungenannt für verstorbenen Philipp Mickenbecker. Du sorgender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du verlässt die nicht, die in der Not zu dir rufen. Du bist uns nahe in jeder Bedrängnis dieser Welt. Sei gepriesen heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Ihr Patriarchen hochgeboren und ihr Propheten auserkoren, o ihr Apostel allesamt, erwählt zu solchem hohen Amt. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, am Gedenktag deiner heiligen Märtyrer rufen wir zu dir. Gewähre uns jene Treue im Bekenntnis zu deinem Namen, die du ihnen geschenkt hast, und nimm unsere Gaben an, wie du das Opfer ihres Lebens angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. In ihrem Martyrium offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für die Ordensleute und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, schenke uns allen das Erbe des Himmels
in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Bräutigam Josef und mit den Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lasst uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist, in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die im Glauben standhaft sind, sie werden ewiges Leben gewinnen. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen. Thank you.
So spricht der Herr, in allen meinen Prüfungen seid ihr bei mir geblieben, darum vererbe ich euch das Reich. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an einem Tisch essen und trinken. Singen wir zum Dank die fünfte Strophe. Wir bitten euch durch Christi Blut, für uns bei Gott stets fürsprach gut, der heiligsten Dreifaltigkeit, trat vor die Not der Christenheit. Helft uns in Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast im Leben deiner heiligen Märtyrer das Geheimnis des Kreuzes aufleuchten lassen. Stärke uns durch das Opfer, das wir gefeiert haben, damit wir in der Nachfolge Jesu Christi ausharren und in deiner Kirche zum Heil der Menschen wirken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch jetzt allen für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Wir dürften Zeugen des großen Martyriums werden, dass Christus sühnend für uns alle stirbt und uns so mitnimmt, einlädt, ihm nachzufolgen, hin zur Ewigkeit. Mich tröstet das Wort dieser Woche, vom Sonntag, dass Jesus zu dem Vater gesprochen hat, hab keine Angst, glaube nur. Und er durfte erleben, dass Gott mächtig ist, Leben zu geben über den Tod hinaus. Lasst uns so leben, wie uns Bruder Alois im heurigen Sommer so eindrücklich mahnt, dass wir uns auch vom Herzen her immer bereiten, im Stand der Gnade sind. Die Sehnsucht des Herzens, gut zu sein, wird uns letztlich in diesen Stand der Gnade führen. Erbitten wir den Segen Gottes. Dir wünschen wir eine gute Heimreise, eine gute Seelsorge im Krankenhaus, Erbauung der vielen durch die Worte des Trostes, die uns Christus schenkt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, hat uns in den Heiligen den Weg zur Vollendung gezeigt. Er segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Amen. Das Vorbild der Heiligen lehre euch, ihre Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Die Kirche gedenkt heute der heiligen Märtyrer von Rom. Gott führe euch nach diesem Leben zur ewigen Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Das gewähre euch, euren Familien, allen, die euch nahestehen und denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Kommt gut nach Hause, geht, ihr seid gesendet, geht in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.